Die freiheitlichen Nationalratsabgeordneten. Christian Racker, Sprecher für Volksanwaltschaftsfragen und Behindertenfragen. Wo sind Sie geboren? Wo wohnen Sie aktuell? Ich wohne in Kärnten im wunderschönen Lavantal in Wolfsberg. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Komm her da. Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Also Lieblingsgegend sind die Berge, wobei das auf ganz Österreich beschränkt ist und auch im italienischen und slowenischen Bereich, speziell das Grenzgebiet mit Slowenien, was die Karawanken betrifft, und im Sommer klarerweise der Wörthersee und unsere Seen in Kärnten. Was schmeckt Ihnen? Nein, Lieblingsgetränk ist ein klassischer Apfelsaft aus dem Lavantal, vorzugsweise aus dem Bereich von St. Paul. Und das Essen ist meine traditionelle Krautroulade. Ihre Beziehung zu Sport und Bewegung? Also wenn man Passion betrachten möchte, dann ist es die Jagd. Wenn man Sport betrachten will, bin ich erstens seit jetzt schon 7 Jahren Yogi, und gleichzeitig bin ich einer der mittlerweile passioniertesten Kletterer im Lavantal. Das heißt, vom Bouldern bis zu den schweren Routen betreibe ich da alles. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? In alles, was fußläufig erreichbar ist, zu Fuß. Das betrifft also ins Büro zu gehen, sofern ich in Kärnten bin. Ansonsten leider Gottes das Auto, weil wir durch die schnelle Erreichbarkeit natürlich das Auto nehmen müssen. Haben Sie Haustiere? Ich habe sehr viele Haustiere. Also ich habe 4 Hunde, wobei 2 Wachhunde sind, 2 sind Jagdhunde, und die sind auf meinem Areal. Wie entspannen Sie am besten? Also sofern Zeit ist, mit Freunden essen zu gehen, gutes Essen zu genießen, aber auch, und das ist meine Leidenschaft, die Jagd. Wobei werden Sie schwach? Weißer Schokolade. Was kann Sie aufregen? Was mich männlich aufregen kann, ist seit meinem ersten Tag meiner politischen Tätigkeit Ungerechtigkeiten. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Nein, ich nehme mir eigentlich kein Blatt vor den Mund und ich sage jedem, was ich denke. Welche Person hat Sie geprägt? Ja, grundsätzlich derjenige, der mich ja auch in die Politik geholt hat, der Jörg Haider selbst, war eines meiner großen politischen Vorbilder und Ziehväter. Aber auch mittlerweile, die mir ein Vorbild sind, sind sehr viele italienische Geschäftsleute, Politiker, aber auch aus der Kirche stammende Vertreter, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, weil man auch sieht, mit welchem Respekt teilweise und auch mit einem offenen Umgang man viele, viele Wälle einreißen kann. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Also ich bin mit 15 Jahren zu den Freiheitlichen gekommen, weil mir mein Schulball weggenommen worden ist. Und innerhalb kürzester Zeit hat Jörg Haider mir damals diesen Schulball organisiert. Und ab diesem Zeitpunkt hat er mich nicht mehr ausgelassen und die Partei hat mich regelmäßig gesucht. Und so bin ich zu den Freiheitlichen in Kärnten gekommen. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Mein politischer Werdegang war, dass ich dann, wie ich meine Matura absolviert habe, ganz normal studieren gegangen bin und parallel man mich in die Freiheitliche Jugend geholt hat. Bin dann relativ rasch Bezirkshauptmann, Stellvertreter geworden in jungen Jahren mit 20 Jahren. Und der Jörg Haider hat mich dann mit 23 Jahren in den Landtag geholt und war dann der jüngste Landtagsabgeordnete Österreichs. Diese Funktion habe ich dann 10 Jahre ausgeübt. Dann war ich 8 Jahre Landesrat für mehr als 50% des Budgets in Kärnten, also mehr als 1,5 Milliarden Euro. Und dann bin ich mit Vorzugsstimmen 2017 in den Nationalrat eingezogen. Walter Rauch, Umweltsprecher. Wo sind Sie geboren? Wo wohnen Sie aktuell?
Mein Geburtsort ist Feldbach und wohnen durch in Bad Ragtersburg in der Südoststeiermark. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Was juckt's der Eiche, wenn sich die Sau dran reibt? Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Ein sehr schöner Ort ist die Südsteiermark. An zweiter Stelle muss ich noch einen Ort erwähnen, ist in Kärnten der Wörthersee. Was schmeckt Ihnen? Alter, das muss ich sagen, ist der Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster. Das ist mein Lieblingsessen und das Lieblingstrankerl. Ein guter Muscatella-Einweißer. Ihre Beziehung zu Sport und Bewegung? Lieblingssport ist Fußball, Sturm Graz und sonst auf internationaler Ebene Manchester United. Und wenn ich aktiv was machen, dann ist es Nordic Walking. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? Konventionell mit dem Auto. Haben Sie Haustiere? Wir hatten 2 Hunde einmal, aber jetzt aktuell keine mehr. Wie entspannen Sie am besten? Also in Wien habe ich sehr ausgedehnte Spaziergänge, die ich da durch die Stadt mache am späteren Abend. Und da hat man ganz andere Eindrücke und das ist für mich so der Freiraum und wo ich auch Luft wieder bekomme. Wobei werden Sie schwach? Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Bei interessanten Menschen, sagen wir so. Was kann Sie aufregen? Extrem dumme Menschen, die einem im Endeffekt mit ihren Argumenten zusätzlich provozieren wollen. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Es ist oft ein Vorteil, wenn man nicht jedem immer seine eigene Meinung aufdrückt. Welche Person hat Sie geprägt? Also politisch war es der Jörg Haider. Ansonsten habe ich keine Vorbilder in dieser Art und Weise. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Also das war schon in jungen Jahren. Mit 14 Jahren hat mich damals schon der Jörg Haider motiviert. Und da habe ich schon Enkelstunden mit der Politik verbracht. Das war eigentlich eine sehr, sehr interessante Zeit damals. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Das war eigentlich ein Glück und ein sehr kurzer Weg. Ich war der Referent beim Dr. Georg Kurzmann in der Steiermark und der hat mir dann da oder dort den einen oder anderen Weg geebnet und wurde dann relativ schnell 2013 Nationalrat. Volker Reifenberger, ich bin Wehrsprecher der FPÖ. Obmann des Landesverteidigungsausschusses und Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates sowie der Parlamentarischen Bundeswehrkommission. Ich bin daher Ihr Ansprechpartner für alle Bundeswehrthemen. Wo sind Sie geboren? Wo wohnen Sie aktuell? Beides, sowohl geboren als auch wohnhaft in der Stadt Salzburg. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Vielleicht kein Satz, aber ein typischer Salzburger Begriff, die Salzburger Stierwascher. Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Ich würde sagen, Lieblingsgegend sehr allgemein die Berge. Egal wo, speziell natürlich in Österreich, aber natürlich der Hausberg, der Untersberg, der Hausberg der Salzburger. Was schmeckt Ihnen? Ja, ich muss zugeben, das sind Nutella-Palatschinken und Hollersaft. Ihre Beziehung zu Sport und Bewegung? Ja, das ist sowohl aktiv als auch passiv der Alpin-Skisport und aktiv auch der Touren-Skisport. Ebenfalls auf meinem Lieblingsplatz auf den Bergen. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? Ja, da, ich gebe es zu, es ist das Auto. Haben Sie Haustiere? Nein, also Haustiere wären bei mir arm. Ich glaube, sogar Goldfische würden bei mir verhungern. Früher war das anders. Als Jugendliche hatte ich einmal ein Pferd. Wie entspannen Sie am besten? Also meine spärliche Freizeit verbringe ich fast ausschließlich mit meiner Familie, mit meiner Frau und mit meiner Tochter. Wobei werden Sie schwach? Süßigkeiten. Was kann Sie aufregen? Also womit ich wirklich ein Problem habe, sind Inkompetenz und Unverlässlichkeit. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Also ich würde ganz gerne etwas meinem viel zu früh verstorbenen Großvater sagen, ja. Welche Person hat Sie geprägt? Also als Salzburger würde ich natürlich sagen Anton Wallner. Anton Wallner war ein Freiheitskämpfer, das ist quasi sowas wie der Salzburger Andreas Hofer. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Also ich komme aus einer urfreiheitlichen Familie und wurde von klein auf so sozialisiert. Mein Vater ist auch Mitglied einer schlagenden Studentenverbindung, wie ich selber auch. Also für mich hat es nichts anderes gegeben als die FPÖ von klein auf. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Also jetzt in sehr abgekürzter Form. Begonnen habe ich damals mit 17 Jahren bei der Freiheitlichen Jugend, später dann bei den Freiheitlichen Studenten und schließlich auch bei der FPÖ. Und die Initialzündung war das persönliche Kennenlernen von Jörg Haider seinerzeit, der mich persönlich sehr gefördert hat.